Wir sind hier in Echterdingen in der Hauptstraße 54 und wurden zu einem Scheunenbrand alarmiert. Beim Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung aus der Scheune, aber noch keine offenen Flammen durch den Dachstock. Wir sind dann hergegangen und haben den ersten Einheiten über den Hof zum Gebäude vorgeschickt, dass wir von außen Löscharbeiten vorführen, und haben eine Riegelstellung im Nachbarhof mit der Drehleiter aufgenommen. Also hier ist die Schwierigkeit, dass es sehr enge Bebauung, alte Bebauung ist, also vorne an der Hauptstraße ein Wohnhaus und dahinter zwei Scheuern, die aneinander gebaut sind, die aber baulich getrennt sind. Also wir waren insgesamt mit 9 Rohren im Einsatz in 2 Abschnitten, also ein Abschnitt auf der Christophstraße, ein Abschnitt auf der Hauptstraße. Wir haben Filderstadt mit alarmiert als Reserve, weil die Bebauung das vielleicht so gewesen wäre, dass die zweite Scheuer mit ausgebrannt wäre. Deswegen haben wir zur Sicherheit Filderstadt alarmiert. Mal ungefähr eine Viertelstunde, dann sind die Flammen durch den Dachstock durch. Die Scheuer ist der Dachständer komplett eingestürzt. Es steht nur noch das Gemäuer. Jetzt sind innen drin noch Brandherde. Durch das, dass der Brandschutt drauf liegt, wir haben einen Bagger bestellt, der jetzt den Brandschutt von innen rausnimmt. Das ist eine alte Scheuer, die eigentlich nicht mehr genutzt wird. Da ist halt viel altes Gerümpel drin, Holz drin und einfach altes landwirtschaftliche Sache drin. Wir haben keine Verletzte. Wir haben im Endeffekt auch die Feuerwehr Esslinger alarmiert mit dem ASW und auch den ELW von Esslinger, falls der Einsatz größer wird. Wir haben keine Bewohner in den angrenzenden Häusern, die wir jetzt evakuieren mussten. In einem Nachbargebäude ist eine bettlägerige Person, die aber weiter weg ist, die wird vom Rote Kreuz betreut. Es sind 87 Feuerwehrkräfte mit 23 Fahrzeugen, das DRK mit 5 Fahrzeugen und 12 Mann und die Polizei mit 4 Fahrzeugen. Also wir tun jetzt im Endeffekt die Anzahl der Strahlrohre zurückfahren, werden die Glutnester und die Brandherde im Gebäude ablöschen. Wir brauchen den Bagger dazu und jetzt schauen wir einfach, wie weit wir da hinkommen.